So, Spoiler-Talk zu Seven vs. Wild. Und zwar wollen wir darüber reden, was es zur Wahl des Schlafplatzes zu sagen gibt. Na, wer das jetzt auf Amazon schon geguckt hat, der hat vermutlich eine grobe Idee, was ich meine, wenn ich das so nenne. Wer auf Amazon noch nicht geguckt hat, der weiß jetzt, dass es einen Schlafplatz gab. Oder Schlafplätze. Oder dass Leute geschlafen haben. Oder dass es Plätze gab. Ich glaube, dieser kleine Spoiler hält sich in Grenzen. Ne? Wie auch immer, jedenfalls ab jetzt hau ich volle Kanne rein zu Folge 1 und 2 als Ben vor Ort. Mit hin und wieder vielleicht noch einen kleinen Kommentar aus dem Off. Die Kommentare aus dem Off können dann auch noch winzig kleine Spoilerchen zu Folge 3 beinhalten. Ja? Denn ja, das ist halt jetzt erstmal so. So, und ich habe das Ganze gedreht, das ist schon ein paar Tage her. Da hatte ich erst Folge 1 und 2 gesehen und hatte einfach keine Zeit, das hochzuladen, beziehungsweise die technischen Möglichkeiten nicht, weil ich im Harz gehockt bin. Und wenn man im Harz hockt, dann kann man nichts hochladen. Das ist grundsätzlich so. Ja, genau. Und weil ich vorher nass geworden bin, habe ich keinen Hut auf, sondern nur meine alternative Notfallersatzmütze. Also bitte keine Schnappatmung bekommen. Gesundheit geht vor. Es gibt Situationen, wenn der Hut halt wirklich völlig nass ist und ich dann wirklich richtig frieren würde am Kopf, wo ich dann halt auch mal ausnahmsweise auf den Hut verzichte. Das ist das dritte Mal, dass das vorkommt im Geschehen des Kanals. Aber muss halt auch mal sein, ne? Also wie gesagt, keine Schnappatmung bitte und dann legen wir los. So, technische Schwierigkeiten. Ich hocke hier gerade im Bodetal. Das ist das Bodetal. Das ist meine Bank. Und eigentlich wollte ich ja am Laufen erzählen, aber jetzt habe ich gemerkt, das hat wieder alles nicht geklappt, weil ich zu schnell und zu voreilig gewesen bin. Und ich hoffe, ich bin jetzt einigermaßen scharf im Bild. Es ist schon zu dunkel. Aber ich muss trotzdem noch mal dringend was erzählen. Und zwar Spoiler, Spoiler, Spoiler für die erste und zweite Folge von Seven vs. Wild Staffel 4. Ganz, ganz viel Spoiler. Wer jetzt also mir weiter zuhört, ist selber schuld. Ihr wurdet gewarnt und hatte ich eigentlich gar nicht vor. Aber ich möchte mich dringend noch mal ein bisschen äußern, weil es mich juckt. Es juckt mich gar sehr. Ich kann das jetzt gar nicht hochladen. Ich bin im Harz und habe keinen Computer oder ähnliches, um das hochzuladen. Ich habe lediglich meine Kamera dabei, die wiegt ja nichts. Und mein Notfallakku, ich dachte, ich hätte drei davon, aber ich habe nur einen und den möchte ich jetzt so gut es geht irgendwie nutzen. Also ich habe schon drei, aber zwei sind halt leer, ne? Ja, noch ein paar Dinge kurz zu erzählen, kann das sowieso erst am Dienstag wahrscheinlich hochladen, komme am Montagabend spät erst heim, heute ist Freitag, ja, egal. So, trotzdem, also momentan, also ab jetzt Spoiler, 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 ja, jetzt. Also, die Frage, hätte man am Flugzeug bleiben sollen oder ist Stefans Idee, in den Wald umzuziehen, besser? Das treibt mich um, ja, weil dazu kann ich ein paar Hintergrundinformationen liefern, was der Joe wahrscheinlich just in dem Moment, wo ich das aufnehme, auch schon bereits getan hat. Und ja, der Joe hatte wohl was aufgenommen, aber dann hat er von der Organisation TM entsprechend auf den Deckel bekommen, dass er gefälligst sich noch nicht äußern soll, sofern er da nicht vorhat, auf Twitch irgendwas zu streamen und ich habe doch keine Ahnung. Jedenfalls hat er es dann wieder offline genommen und ich hatte es nicht gesehen. Jetzt bin ich ganz traurig und deswegen muss ich mir jetzt meine eigenen Gedanken machen. Ja, das Leben ist schon hart. Jedenfalls möchte ich trotzdem da auch meinen Senf noch dazugegeben haben, was dann viel später kommt als das, was der Joe dazu sagt, aber ich mache es trotzdem. So, also, nämlich, grundsätzlich, was haben wir denn für eine Situation? Wir sind da in einem Tal. Wir sind auf dem Südhang. Das ist schlecht, weil wir auf der Südhalbkugel sind. Wären wir auf der Nordhalbkugel, wäre der Südhang, wenn es kalt ist, gut. Ja? Weil der Südhang halt direkt von der Sonne angestrahlt wird. Wenn die im Süden im Zenit steht, dann knallt die volle Kanne rechtwinklig auf den Südhang. Und dann gibt es das Lambertsche Gesetz. Und das Lambertsche Gesetz besagt, ich kenne es nicht auswendig, aber das ist Physik, die Energie, die auf der Fläche ankommt, ist umso größer, je senkrechter der Winkel zur Fläche ist. Also wenn die Sonne 90 Grad, quasi wirklich 90 Grad auf dem Boden direkt drauf brutzelt, also so, wenn der Boden flach ist, und wenn der Boden ein solcher Hang ist, dann halt so, ja, dann ist die Energieausbeute pro Quadratmeter maximal. So, nämlich die Solarkonstante. Und das heißt, Nordhang ist schon mal scheiße. Ja? Auf der, nee, Quatsch,
auch bei uns auf der Nordhalbkugel wäre Nordhang scheiße, auf der Südhalbkugel ist Südhang scheiße, weil die kriegen halt immer nie direkte Energieeinstrahlung ab. Das habe ich aber schon neulich mal erklärt. Und das ist erstmal blöd. Das heißt, es wäre jetzt schön, wenn das Flugzeug auf der anderen Seite vom Hang liegen würde. Aber scheinbar darf man ja nicht auf die Sonnenseite vom Hang. Das wurde inzwischen auch schon verraten, dass das aus irgendwelchen spielregeltechnischen Gründen nicht geht, da sich größer aufzuhalten. Wohl einmal kurz über den Fluss ist okay, aber wohl nicht näher in den Hang rein. Keine Ahnung, das wurde noch, es ist wohl gespoilert worden, dass das so sei. Wieso und warum und weshalb und was für Gründe das hat, das wissen wir noch nicht. Zumindest ich noch nicht. Egal. Das wäre also die erste gute Idee, einfach mal den Hang zu wechseln, wenn man denn auf der anderen Seite vom Hang vernünftig Ressourcen hätte. Hat man denn auf der anderen Seite vom Hang vernünftig Ressourcen? Nein, hat man nicht. Da gibt es zum Beispiel so gut wie kein Brennholz. Wäre also dann wieder eine blöde Idee, weil man dann jedes Mal durch den Bach muss, wenn man auf zum Brennholz möchte, weil ja der Wald nur auf der Schattseite des Hanges vorhanden ist. Ja, so viel dazu. Also auf der Schattseite des Hanges zu bleiben, macht aus Ressourcenverfügbarkeitsgründen durchaus Sinn. Jetzt ist die Frage, sollte man lieber da am Flugzeugwrack bleiben oder sollte man lieber auf das Stefan-Plateau hochsteigen? Also das Plateau, was der Stefan für sinnvoll erachtet, weil man da im Wald ist. Ja? Dazu grundsätzlich, so ein Tal hat ein Talklima. Talklima bedeutet, dass wenn sich links und rechts vom Tal, also in meinem Fall da oben, ein Plateau befindet, ja, und oder da drüben, da ganz oben, ein Plateau befindet. Wow, ist echt ein schönes Tal, dieses Bodetal. Ja, das ist auch Naturschutzgebiet und wunderbar, wie toll. Ne? Also es ist schon wirklich sehr schön, lohnt sich, hier mal vorbeizuschauen. Wie auch immer jedenfalls, das bedeutet, dass dann, je nachdem wie tief das Tal eingeschnitten ist, kalte Luft, die sich auf dem Plateau abkühlt, die unangenehme Angewohnheit hat, nach unten zu sinken. So, und wenn die nach unten sinkt, kommt die früher oder später hier am Tal an und macht flupp und ist jetzt hier unten. Das heißt, hier sammelt sich kalte Luft. Bedeutet, gegen Abend, gegen Nacht, frühe Nacht, wird es im Tal besonders kalt. So, morgens wird es im Tal möglicherweise auch nochmal besonders kalt oder tatsächlich dann gegen späterer Morgen dann wieder relativ warm. So, das liegt jetzt folgendermaßen daran. Je länger jetzt so ein Tal ist, desto mehr kalte Luft kommt da jeweils überall von der Wand runter. Ja, das heißt, da sammelt sich immer mehr kalte Luft drin. Und je weiter oben man im Tal ist, desto egaler ist das, weil da ist nicht viel Hang oberhalb, also nicht mehr viel Tal ober dir, über dir. Das heißt, da kann nicht so viel kalte Luft zusammenkommen. Ist man aber am Talausgang, dann bekommt man sämtliche Kaltluft, die irgendwie das Tal dann runterfließt, nachdem sie reingeflossen ist, da auch ab. So, wenn man am Talausgang bzw. in der Mitte ungefähr vom Tal ist, dann dürfte das auch schon relativ deutlich sein, dann hängt es davon ab, wie viel Kaltluft insgesamt da ist und bestimmt dann eben, wie hoch dieses Kaltluftpaket im Tal reicht. Das bedeutet, man muss schon das Tal ziemlich weit wieder hochsteigen, um aus dem Kaltluftfluss herauszukommen. Teilweise wahrscheinlich schon das halbe Tal hoch. Und ich glaube, der Wald vom Stefan, soweit man das erkennen kann, ist noch nicht das halbe Tal hoch. Das bedeutet, grundsätzlich sollte die Kaltluft, die als Talabluft sozusagen stattfindet, trotzdem auch in dem Stefan-Lotophagus-Wald, Südbuchenwald, vorbeikommen. Ja? Also die gibt es da auch. Sie ist vielleicht weniger deutlich als unten beim Flugzeug, aber geben wird sie es da auch. So, das heißt, wir haben einen Temperaturunterschied, wahrscheinlich durch weniger Kaltluftabfluss begünstigt im Vergleich zur Position des Flugzeugwracks von 1 bis 2 Grad Celsius. So irgendwas um den Dreh, das dürfte nicht allzu viel Auswirkungen haben. Dann müssen wir noch so, sagen wir 3, sind wir großzügig und sagen 3 Grad. So, es gibt aber auch einen Talaufwind, beziehungsweise Talwind, Bergwind, wie das in dieser Abbildung entsprechend dargestellt ist. Die passt nicht ganz zu dem, was ich erzählen möchte, aber ich habe keine bessere gefunden, deswegen, naja. Vom Deutschen Wetterdienst übrigens, Link in der Videobeschreibung, da wird das Phänomen auch noch besser beschrieben. Da eben die Sonneneinstrahlung auf dem Hang mitunter intensiver sein kann als im Flachland, heizt sich der Hang eben stark auf, die Luft vom Hang steigt auf, die
warme Luft aus dem Tal rückt nach, weil da muss ja irgendwelche Luft sein. Und dadurch kriegen wir, wenn die Sonne scheint, im Tal bzw. am Hang einen Talaufwind und der ist warm. Ja, also tagsüber gibt es den genau gegenteiligen Effekt wie die Kaltluft, die eben den Hang runterkommt bzw. von einem Plateau ins Tal runterweht und dann das Tal runterweht. Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass eben die Temperaturen tagsüber unten am Flugzeugwrack durchaus angenehm sein könnten und da sogar ein warmes Lüftchen vorbeikommen könnte. Beides setzt übrigens eine Hochdrucklage voraus, das heißt, da muss auch ordentlich Sonneneinstrahlung bzw. entsprechend schnelle Abkühlung durch fehlende Wolken bei sternklarer Nacht jeweils auch stattfinden, damit dieser Effekt so richtig zum Tragen kommt. Wäre es bewölkt, so richtig ordentlich, dann gibt es diesen Effekt so in dieser Form fast gar nicht und dann gelten also die Faktoren, die hier zu einer möglicherweise etwas wärmeren Situation am Schlafplatz Stefan, nennen wir ihn jetzt einfach mal, so gar nicht wirklich zum Tragen kommen. Gut, damit zurück zum Ben vor Ort. Aber jetzt tun wir einfach mal spaßeshalber so, als wären es 100 Meter. Dann haben wir eine adiabatische Abkühlung von 0,6 Grad. Das heißt, wir haben noch einen Temperaturvorteil von 2,4 Grad. Also was ich gerade beschreibe, ist der feucht-adiabatische Temperaturgradient mit der Höhe. Nicht zu verwechseln mit dem trocken-adiabatischen Temperaturgradienten mit der Höhe, der beträgt nämlich 1 Grad pro 100 Meter. Da wir aber es nicht mit trockener Luft zu tun haben, also vollständig trockener Luft, die würde auch nur theoretisch existieren, da wir uns ja im Freiland befinden, sondern mit wahrscheinlich sogar ziemlich feuchter Luft, die hier aufsteigt, muss man dann quasi durch die Kondensation der Luft beim Aufsteigen ein Stück weit Energie, die da umgesetzt wird, dem Ganzen zurechnen und das bringt uns dann halt eben auf 0,7, 0,6 Grad Celsius pro 100 Meter, die unser theoretisches Luftpaket eben aufsteigt. Ja, gut, nur dass wir das geklärt haben und ist doch immer schön, wenn man miteinander reden kann, ne? So, jetzt ist die Stelle vom Stefan im Wald. Das bedeutet, wir haben oberhalb vom Boden bekanntermaßen eine Kronenschicht. Ne? Sowas wie da hinten. Das sorgt ein Stück weit dafür, dass insbesondere tagsüber, wichtig, tagsüber, also die starke, energiehaltige, langwellige Abstrahlung des Erdbodens von der Kronenschicht der Bäume wieder zurückreflektiert wird. Das bedeutet, die Bäume, die Baumkronen sind quasi eine Art Bettdecke für denjenigen, der sich am Waldboden aufhält, weil halt ein Teil der vom Erdboden abgegebenen Strahlung, wie gesagt, von den Bäumen wieder zurückreflektiert wird. Dieser Effekt ist umso größer, je größer der LAI ist, der Leaf Area Index, der besagt, wie oft ein Stück Boden, zum Beispiel in Quadratmetern, normalerweise rechnet man es, glaube ich, aber in Quadratzentimeter sogar, wie oft der von Blättern überdacht ist. Das ist in einem mitteleuropäischen Wald so irgendwas zwischen 7 und 14, in den Tropen gerne mal 40, 50, in Sibirien 4, ja, möglicherweise. Es ist ganz schwer zu sagen, kommt immer auf den Wald an, wo wir uns befinden. Ein höheres Mittelgebirge oder eine höhere Gebirgssituation in Neuseeland dürfte vom LAI auch so höchstens bei den kleinen Blättern von Nothofagus, ja, bei so 5, 6, sowas um den Dreh, maximal liegen. Und das sind ja nur sehr kleine Blätter von Nothofagus. Bedeutet dieser Rückstrahleffekt, der tagsüber wahrscheinlich wirklich nochmal so 1 bis 2 Grad Bonus bringt, sorgt dann für einen insgesamten Temperaturbonus von vielleicht 4,4 Grad Celsius von Stefans Wald im Vergleich zur Flugzeugposition. Ja, also das ist rein temperaturtechnisch gesehen erstmal ein Vorteil, mindestens tags. Nachts verliert sich ein bisschen der Bettdeckeneffekt des Waldes, weil dann nachts irgendwann kaum noch Abstrahlung vom Erdboden stattfindet. Und wenn der erstmal kalt ist und dann nicht mehr nennenswert Abstrahlung stattfindet, kann auch wenig, so gut wie nichts mehr an Energie von den Blättern zurückreflektiert werden. Und das bedeutet dann, dass sich eben quasi der im Wald ist wärmer Effekt zunehmend etwas mehr verliert. Ja, also wir hätten nachts wahrscheinlich nur noch den Temperaturbonus durch die Tatsache, dass wir nicht ganz so sehr im kalten Talwind drin hängen, sondern davon eben nur einen Teil sozusagen abbekommen. Ja? Aber auch der kalte Talwind lässt im Laufe der Nacht manchmal ab. Das hängt immer auch so ein bisschen vom Wetter ab, was da gerade herrscht und so weiter und so fort.
So, jetzt haben wir ja auch schon gesehen, es gibt im Wald weniger raureif auf dem Boden. Das liegt jetzt daran, dass es halt eben ein Wald ist, ne? Also für Raureifbildung brauchen wir zwei Sachen. Erstens kalten Boden, beziehungsweise eine kalte Oberfläche. Das kann zum Beispiel auch die Oberfläche vom Schlafsack, vom Rucksack, vom Flugzeug sein. Plus feuchte Luft, ja? Und wenn jetzt die Oberfläche so kalt sich abkühlt in einer vermutlich sternenklaren Nacht, das ist eigentlich typischerweise das Wetter, wo wir mit Reifbildung rechnen müssen, dann nähert sich jetzt eben die feuchte Luft dieser kalten Oberfläche und die Luft passt sich der Temperatur der Oberfläche an, beziehungsweise die Oberfläche kühlt sozusagen die Luft runter. Und wenn die Luft jetzt unter ihren Kondensationspunkt sinkt, die Lufttemperatur, dann wird die Luft so kalt, dass sie weniger Wasser halten kann. Also grundsätzlich, was Luftmoleküle sind ja weit voneinander entfernt, wenn die Luft warm ist und sie sitzen eng zusammen, wenn die Luft kalt ist. Sitzen die Luftmoleküle eng zusammen, dann ist zwischen den einzelnen Molekülen nur sehr wenig Platz für Wassermoleküle. Das heißt, kalte Luft kann weniger Wasser halten als warme Luft. Nimmt jetzt die Lufttemperatur also ab, dann und in der Luft ist Summe X an Wasser drin, und die Luft wird zu kalt, um Summe X an Wasser noch zu halten, dann tritt dieses Wasser in flüssiger bzw. in Eisform, Sublimation, Resublimation, Entschuldigung, aus und haftet sich an die Oberfläche, die zur Verfügung steht. In vielen Fällen ist das dann halt eben Gras, wenn wir uns gerade auf einer Wiese befinden. Ja? Damit das passieren kann, wie gesagt, brauchen wir eine sternenklare Nacht, weil in einer sternenklaren Nacht gibt der Boden sehr schnell seine Temperatur ans Universum sozusagen ab. Wäre es bewölkt, würden die Wolken ein Stück weit die Energie, die der Boden ans Universum abgibt, wieder reflektieren und tatsächlich langt das dann schon nicht, dass relativ schnell ein deutliches Temperaturgefälle zwischen Bodentemperatur und Lufttemperatur entstehen kann. Dafür braucht es eben sternenklar. So, und jetzt ist tatsächlich, auch wenn er im Wind, Quatsch, bei Nacht deutlich abgeschwächt ist, der Bettdeckeneffekt des Waldes, den wir gerade schon angesprochen haben, eben charakterisiert durch den Leaf Area Index, in der Lage, so viel Energie, die vom Erdboden des Waldes abgegeben wird, direkt auf den Boden wieder zurück zu projizieren, dass das Temperaturgefälle, also beziehungsweise der Temperaturabfall des Waldbodens weniger schnell abläuft, als das auf der Wiese der Fall ist und dadurch kriegen wir keine Reifbildung am Waldboden. Was dann wiederum dazu führt, dass der Waldboden eben auch des Nachts offensichtlich, weil sich halt kein Reif gebildet hat, ein kleines bisschen wärmer gewesen ist, als dass der Boden beim Flugzeug gewesen ist. Das ist also alles richtig, ne? So, und jetzt muss ich auch an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz erwähnen, auch wenn ich, wenn wir uns jetzt entscheiden müssen, ob wir Team Stefan oder das Team Joey, sage ich schon, Team Joe sind, dann bin ich schon Team Joe, um das mal kurz klar zu machen. Der Stefan hat aber prinzipiell einen Punkt, dass für die erste Nacht rein technisch gesehen, rein von den Temperaturen her, das Plätzchen in dem Wald da vermutlich ein klein wenig wärmer gewesen wäre. Gibt aber noch andere Gründe, die für den Flieger sprechen, ne? Aber damit zurück zum Ben vor Ort. Ich wollte einfach nur mal kurz die Reifbildungsgeschichte noch mal kurz angesprochen haben. Aber jetzt gehen wir einfach mal zugunsten von der Waldsituation von plus 3 Grad Celsius aus. Jetzt ist plus 3 Grad Celsius schon ziemlich entscheidend, gerade bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann das sehr, sehr wichtig sein, ob man halt eben 1 Grad über dem Gefrierpunkt oder 2 Grad unter dem Gefrierpunkt ist und so ähnlich, ne? Daher ja. Das hätte in erster Hinsicht jetzt erstmal, wenn da nicht ein Flugzeugwrack unten rumliegen würde, hätte es gute Gründe geben können, warum man lieber nach da oben geht und sich da in den Wald haut. Aber diese positiven Effekte überwiegen halt meiner Meinung nach nicht. So, was ist jetzt mit dem Frost? Im Wald gibt es keinen Bodenfrost. Das hat ja selbst der Hugo erkannt. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass besagter Bodenfrost einfach raureif ist. Der Boden im Wald ist trotzdem gefroren, wie der Stefan festgestellt hat. Was hätte mich auch sehr gewundert, wenn das nicht der Fall ist. Da liegt nur einfach kein Raureif drauf. Das hat natürlich gewisse Vorteile, dass wenn man keinen Raureif auf dem Schlafsack oder sonst wo hängen hat,
dann ja, bringt das sicherlich noch den einen oder anderen Pluspunkt. Bei der gesamtgefühlten Temperatur, das hängt natürlich ein bisschen vom Schlafsack ab, das hängt gesamt von der Schlafsituation ab. Da kann man also verschiedene Faktoren jetzt für Art verantwortlich machen, dass der Raureif sicherlich sehr unangenehm ist. Er macht zum Beispiel auch Dinge leicht klamm, auch die Klamotten leicht klamm. Da legt sich ja auf alles drauf, was da irgendwie vorhanden ist in der Nähe des Flugzeuges. Ja, also das ist schon eine unangenehme Angelegenheit, so ein Ding gibt es im Wald nicht. Die Baumwurzeln geben natürlich ein bisschen Energie ab. Die atmen ja, die arbeiten und zeugen ein kleines bisschen Wärme. Das bedeutet, die Bodentemperatur im Wald ist tatsächlich de facto etwas höher, als Sie das bei der Bodentemperatur auf der Wiese vom Flugzeug erwarten dürfen. Außerdem haben die Bäume selber, wie mir noch in die Kommentare geschrieben wurde bei nächster Gelegenheit, eine gewisse langwellige Abstrahlung einfach als Baum. Das gibt vielleicht insgesamt meinetwegen auch nochmal 0,3 bis 0,5 Grad Celsius, wenn überhaupt. Ja? Aber das gibt es. Spielt vor allem eine Rolle, wenn der Baum wirklich im Schnee steht, dann bildet sich um den Baum drumherum irgendwann eine schneefreie Zone, weil der Baum, der Stamm, halt auch eine gewisse langwellige Abstrahlung hat. Das hängt auch ein bisschen mit Albedo zum Beispiel zusammen, dass der Stamm mehr Licht reflektiert und dann auch irgendwie sich schneller auf, beziehungsweise eben nicht weniger Licht reflektiert, so rum, und sich dann schneller in der Sonne aufheizt, als es zum Beispiel frisch gefallener Schnee tut. Was dann auch wieder dafür sorgt, dass der Waldboden sich morgen schneller aufheizt, als zum Beispiel ein mit Raureif überzogener Wiesenboden. Ja? Also das sind alles so ein paar Punkte, die da sicherlich eine Rolle spielen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es sinnvoller ist, beim Flugzeug zu bleiben, weil beim Flugzeug hat man erstmal einen Haufen Ressourcen, um eine Bodenisolation zu bauen. Eine Bodenisolation, wenn die gut ist, ist im Zweifel besser als ein 2, 3, 4 Grad wärmerer Boden. Denn man kann mit einer guten Bodenisolation sehr schnell deutlich mehr Komfort bzw. Bodentemperatur gefühlte beim Draufliegen erreichen, als indem man sich einfach den wärmstmöglichen Boden sucht. Zumal dieser Waldboden da oben, der wäre sicherlich erheblich wärmer als der Wiesenboden, wenn es da dann vernünftig viel Humus geben würde. Gibt es da aber nicht. Da gibt es so gut wie gar keinen Humus. Das bedeutet, dass der Waldboden an sich, erstmal abgesehen vom Waldeffekt, vom Waldinnenklima, das eben durch die Tatsache, dass da Bäume drüber sind, ein Stück weit entsteht. Dafür müsste man übrigens im besten Fall noch weiter in den Wald reinlatschen, anstatt nur ein paar Meter. Bei den paar Metern da rein zu latschen, dann dürfte einfach die empfundene Wärme komplett einfach der Windstille entsprechen, die man dann halt hat, wenn man A, über diesen kleinen Pass da läuft und ein paar Schritte da reingeht, und B, die halt einfach durch die Bäume dann entsteht, die relative Windstille. Weil es ist ja nicht nur der Effekt, dass da jetzt Bäume stehen, es ist ja auch wirklich ein Knick im Gelände, der dann wirklich zu einer ganz anderen Windverteilung, sobald man über diesen Knick einmal drüber gestiegen ist, führt. So, ja, also. Außerdem dürfen wir ja nicht vergessen, die es ist empfunden im Wald wärmer Situation ergibt sich, wenn die Kandidaten bzw. die Teilnehmer von dem Hang, den sie gerade hochgestiegen sind, wo es keinerlei Windschutz gibt, wo sie auch noch an Höhe gewonnen haben und wahrscheinlich weiter im Wind stehen, als das tatsächlich unten beim Flugzeug der Fall ist, wenn sie dann wieder den Wald betreten, dann ist es schlagartig etwas wärmer. Ja? Wir wissen also nicht, also wir wissen nur die empfundene Temperaturdifferenz des wärmeren Waldes im Vergleich zu vorm Wald. Wir wissen nicht die Temperaturdifferenz, die jemand empfinden würde, der quasi aus dem zu diesem Zeitpunkt bereits halbwegs windgeschützt ausgestatteten Flugzeuglagerplatz rausgeht und dann spontan sofort sich in den Wald beamt. Ob er dann auch einen nennenswerten Temperaturunterschied feststellt. Ne? Das können wir so halt nicht wirklich vergleichen. Was wir vergleichen können, ist wirklich nur die Hangsituation im freien Wind mit Wald oder neben dem Flugzeugwrack und im Windschatten des Flugzeugwracks. Ne? Und das kannst du einfach ohne Thermometer nur durch subjektive Wahrnehmung über die Haut und was man da sonst halt noch so hat, ist das ganz schwer, das exakt zu messen. Daher würde ich mich jetzt nicht allzu furchtbar sehr darauf verlassen, auch wenn auch ein Hugo, und jetzt weiß ich auch nicht, welche Quelle des Wissens ein Hugo ist, aber bestätigt, dass es im Wald ein wenig wärmer ist und der Uwe das wohl auch ein wenig feststellt. Ne? Also ja, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen einfach. Ne? Wir haben hier keine empirisch validen Daten. Soll heißen,
Gute Bodenisolation müsste man im Wald erstmal auftreiben. Selbstverständlich könnte man auch welche aus dem Flugzeug dahin schleppen. Nehmen wir jetzt mal an, wir versuchen, welche aus dem Wald aufzutreiben. Was haben wir denn da als Material an Bodenisolation? Notophagusblätter, Ende der Aufzählung. Ja? Das war's. Allenfalls noch Gras nebendran von der Wiese, aber das kann man beim Flugzeug ja genauso verwenden. Notophagusblätter sind winzig, insbesondere bei dieser Art von Notophagus. Ich habe leider immer noch nicht herausgefunden, wie der heißt, weil ich bin beschäftigt, ich habe gar keine Zeit. Aber das kann ich jetzt spontan so viel schon mal sagen, dass ich gesehen habe, dass die Blätter winzig sind. Und das heißt, wir haben eben nur relativ wenig Blattwerk zur Verfügung und das ist außerdem noch grünes Blattwerk. Das heißt, da ist erstmal Wasser drin. Das heißt, das leitet die Temperatur erstmal ganz gut und zwar vom Körper weg. Das heißt, eine Matratze aus frischen Notophagusblättern gar nicht mal so gut. Und da bräuchte man dann verdammt viele von. Dann könnte man noch ein paar Holzprügel unterlegen. Holz isoliert ja wiederum ganz gut, aber das wäre dann doch eine sehr unbequeme Matratze. Gut, so viel zum natürlichen Material. Also ziemlich scheiße, da wächst fast nichts. Bisschen Farn gäbe es noch. Farn ist einigermaßen brauchbar als Matratzenmaterial. Aber die müsste man da auch erstmal hinkriegen in ausreichender Menge für 7 Personen. Das an, sagen wir jetzt mal, Tag 1, dass man jetzt sofort beschlossen hätte, nachdem Stefan aus dem Wald zurückkam, dass alle in den Wald ziehen. Das hätte man zeitlich schlicht und ergreifend nicht geschafft, da Isolationsmaterial für 7 Personen hinzukriegen. Geschweige denn einen Windschutz, geschweige denn ein Bett. Also ein richtiges Bett und ein Dach schon überhaupt nicht. Ne? Also nicht mal ansatzweise. So, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hätten jetzt genügend Isolationsmaterial gefunden oder alternativ, wir hätten das Isolationsmaterial vom Flugzeug da jetzt rausgerissen und würden es jetzt hochschleppen zum Wald. Jetzt können wir im Wald jetzt so einfach ein Feuer anmachen. Das ist jetzt halt die Frage, ob es notwendig gewesen ist, in der ersten Nacht kein Feuer zu machen. Stand damals war ja, wir wissen nicht, was kommt und wir haben 2 Instant-Feuer, sprich 2 Notfackeln, mit denen kriegst du jeder Deppenfeuer an, möchte ich mal behaupten. Ja? Also wenn man so die Grundzüge des Feuermachens beherrscht, dann sollte es damit kein Problem sein, ein Feuer anzukriegen. Also wie gesagt, Instant-Feuer. Jetzt, wenn man aber nur 2, stand damals, ne? Sie haben ja inzwischen in Folge 2, ich spoilere bis Folge 2, ja auch noch 1,5 Streichhölzer gefunden. Aber da muss man auch sagen, ja, Instantfeuer ist das schon nicht mehr. Das kann auch verkackt werden. Ne? Das soll schon vorgekommen sein. Mit den Fackeln geht es halt wirklich immer. So, muss man jetzt am Anfang gleich sich die Fackel aufsparen oder sagt man, okay, besser den ersten Tag warm, anstatt die erste Nacht frieren und dann erst die Fackel verwenden. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich halte beides für durchaus gangbar, ne? Dass man sagt, die erste Nacht sind wir noch einigermaßen gut genährt und einigermaßen noch fit von der Anreise bzw. von der Zivilisation und schaffen die erste Nacht auch so und brauchen dann wahrscheinlich erst ab der zweiten Nacht unbedingt ein Feuer. Dann kommt ja noch erschwerend dazu, wir bräuchten ja, wenn wir ein Feuer für die erste Nacht haben wollten, auch genügend Feuerholz. Haben wir nicht genügend Feuerholz, verschwenden wir unsere Instant-Feuermach-Methode für Notfälle, die auch zur Not bei schlechtem Wetter und Ähnlichem funktionieren würde, vermutlich. Verschwenden wir die für 1-2 Stündchen Feuer und danach geht uns das Brennholz aus. Weil keiner Bock hat, die ganze Nacht dann nochmal loszurennen und nochmal Brennholz zu holen. Man merkt ja schon an Tag 2, dass zum Beispiel Hugos Motivation, Brennholz herzukarren, sich in Grenzen hält. Uwe hingegen erweist sich als Arbeitstier und macht das dann hingegen ganz gerne. Ja, und Stefan, der spielt rum und macht Blödsinn. Ne? Weil es ist unnötig, wir hatten noch ganz viel Arbeit, die dringend wäre, zu tun wäre, anzufangen, testweise mal Feuer zu bohren, damit man dann später mal weiß, ob man hier Feuer bohren kann. Natürlich kann man da Feuer bohren, das muss ihm ja wohl auch klar sein, da er ja offensichtlich Feuer bohren kann. Das kann er ja schon. Das heißt, dass der da jetzt testweise Feuer bohrt. Ja, warum mich das ein bisschen nervt, liegt einfach daran, dass der Stefan hier einen Grundsatz des Survivals missachtet, nämlich fix first, what kills first. Das kann man natürlich auch irgendwie anders auf Deutsch formulieren, völlig egal. Jedenfalls geht es darum, dass man sich immer erst um die Sachen kümmern muss, die als nächstes ein Problem sind. Bedeutet, in einer kalten Umgebung muss man sich schon relativ zeitnah darum kümmern, die Wärme zu erhalten. Aber solange das jetzt gerade nicht nötig ist, nämlich tagsüber dürfte es warm genug gewesen
sein mit den Klamotten, die sie haben, dass sie zumindest sich ein kleines bisschen bewegen und sich einigermaßen in der Sonne aufhalten, da erstmal kein Problem haben und stattdessen davon ausgehen dürfen, dass die nächste Nacht wahrscheinlich nochmal ähnlich kalt wird wie die erste, da man jetzt festgestellt hat, dass das zumindest für einige im Team ein Problem darstellt, auch weil halt zugegeben Stefan verständlicherweise etwas genervt ist, da er ja den Kinderschlafsack abbekommen hat, kann ich irgendwo soweit ein bisschen nachvollziehen, dass da ein gewisses Bedürfnis nach Wärme besteht. Aber dieses Testfeuerbohren, ja, das ist halt wirklich eine Tätigkeit, die jetzt gerade überhaupt nichts bringt. Wichtiger wäre jetzt in dem Moment wirklich erstens das Lager weiter besser herrichten, damit das bessere thermische Isolationseigenschaften bekommt. Zweitens Feuerholz rankarren. Ja, denn wenn die Nacht über ein Feuer brennen soll, dann braucht man da einen Haufen Feuerholz. Um da jetzt ein ganz kleines bisschen auf Folge 3 zu spoilern, so wie sich die Situation da darstellt, haben sie wahrscheinlich im Moment auch immer noch zu wenig Feuerholz. Da müsste also eigentlich die ganze Gruppe, bis auf hier vielleicht einer oder eine, die auf das Feuer aufpasst, einmal nochmal den Buckelnuff oder alternativ zu dem kleinen Wäldchen eben da direkt am Flieger und nochmal jeder einen ordentlichen Arm Feuerholz beibringen. Und selbst dann reicht es wahrscheinlich nicht, wenn das Feuer die ganze Nacht über brennen soll. Das ist ja natürlich auch die Frage, wie groß das Feuer brennen soll und wie sparsam man damit umgehen kann. Aber scheinbar ist dieser Notophagus, den sie da haben, ein sehr, sehr weiches Holz. Und ja, also da gäbe es einfach jetzt erstmal wichtigere Sachen zu tun als diese komische Feuerbohrübung. Das ist einfach so mein Punkt, dass das für mich so ein bisschen wirkt, als wäre das jetzt so eine Trotzreaktion, weil man nicht den Schlafplatz Stefan genommen hat und vermutlich Joe und Stefan eben auch wirklich nicht so wirklich gut aufeinander zu sprechen sind. Ich behaupte ja nicht, dass die Kommunikation hier nicht auf beiden Seiten vielleicht ein bisschen suboptimal gewesen wäre. Kann ich auch nicht beurteilen, können wir alle nicht, da wir nicht die gesamte Kommunikation mitbekommen haben, sondern nur das, was uns eben gezeigt wurde, für Unterhaltungszwecke ein wenig aufbereitet und möglicherweise durch den Schnitt der Folge durchaus die kommunikative Eskalation sozusagen ein bisschen dramatischer dargestellt worden ist, als sie möglicherweise wirklich gewesen ist. Das wissen wir ja alles nicht ganz, beziehungsweise noch nicht, oder zumindest ich nicht. Und das wird sich sicherlich noch das ein oder andere dann in den Reactions, die es dann und Nicht-Reactions, ne, die es zu dem Thema noch geben wird, die Fachanalysen entsprechend vielleicht noch aufklären. Schauen wir mal, ne? Aber das nur noch an dieser Stelle, weil ich das unbedingt noch loswerden wollte. Wie auch immer, jedenfalls zurück zu der Frage, besser Flugzeug oder besser Stephansplatz. Nehmen wir also nochmal an, wir hätten jetzt das Isolationsmaterial zum Draufliegen und die Schlafsäcke im Wald gekarrt. Dann wäre in der ersten Nacht vorausgesetzt, die ist weitgehend windstill, damit zu rechnen gewesen, dass es ein kleines bisschen wärmer gewesen wäre. Aber wäre in der ersten Nacht Niederschlag gekommen, wären alle klatschnass inklusive Schlafsäcke und dann wäre die Sache vorbei. Ja, dann ist Ende. Das ist also, wäre völlig idiotisch bzw. fahrlässig, grob, grob fahrlässig. Auf eine Nähe zu dem einzigen Dach, was derzeit zur Verfügung steht, nämlich der Flieger. Da ist nicht viel Dach vorhanden und ja, der hat ein Loch in der Mitte, aber ein paar Bereiche, die einigermaßen vom Regen schützen, hat er dann halt doch. Außerdem haben sie da noch Rettungsdecke und so weiter und so fort. Und man könnte, falls sich das eben ankündigt, dass Niederschlag kommt, irgendwie zur Not gedrungen in den Flieger irgendwie so zusammenhocken, dass man nicht klatschnass wird und vor allen Dingen, dass die Schlafsäcke nicht nass werden. Das ist nochmal ein bisschen wichtiger als persönlich nicht nass zu werden, zumindest bei den guten Schlafsäcken, die verfügbar sind. Ja, das heißt, es ist also einfach ein völlig unnötiges Risiko in der ersten Nacht da ab in den Wald. Außerdem, wie gesagt, die Temperaturdifferenz ist nur sehr, sehr, sehr gering für keinen Wetterschutz. Und wie es jetzt mit dem Wind aussieht, das wissen wir auch nicht. Wäre nämlich Wind aufgekommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Bäumchen, die da stehen, nämlich wirklich nur bei ganz leichtem Wind zwischen vorhanden und nicht vorhanden unterscheiden. Kaum ist es etwas stärkerer Wind, ist der Unterschied zwischen in einem dünnen Wald und im Freiland nur noch sehr wenig ausgeprägt. Ja, weil diese dünnen Notophagus, die da rumstehen, die blocken nicht sehr, sehr viel Wind ab. Nicht mit ihrer kleinen Krone und mit ihrer geringen Höhe. Das ist nicht viel. Das macht vielleicht 5, 6, 7, meinetwegen lass es 10 km/h weniger Windchill sein aus. Das reduziert dann die gefühlte Temperatur, beziehungsweise erhöht die gefühlte Temperatur meinetwegen noch ein kleines bisschen. Aber
die Möglichkeiten, die man mit den Flügeln hat oder generell mit dem Flugzeug hat, um sich da vom Wind abzublocken, sind meiner Meinung nach erheblich besser, insbesondere wenn es ein bisschen stärkerer Wind sein sollte. So ein ganz leichter Windzug, mag sein, dass der unterm Flügel irgendwie so leicht durchdiffundiert. Ja? Das wird natürlich auch beim starken Windzug passieren. Aber ein Großteil von einem stärkeren Wind kann man meiner Meinung nach mit den beiden Flügeln und dem Flieger als Wand deutlich besser abblocken. Außerdem, es ist ja ein bisschen Feuerholz vorhanden und es gibt Emergency-Notfallfeuer. Nehmen wir also mal an, es wäre in der Nacht ein kalter, fieser Wind aufgekommen und keiner hätte schlafen können und alle hätten größere Probleme bekommen. Dann hätte man ja zwischen den beiden Flügeln immer noch das Notfall-Instant-Feuer mit dem Instant-Feuermacher, nämlich der Fackel, entzünden können und hätte zumindest für ein paar Stunden Feuer gehabt. 2, 3, ne? Ein kleines Feuerchen, aber man hätte dann in dieser Situation durch die Flügel und den Flieger selber auch bereits Wärmereflektoren gehabt. Und zwar hervorragende Wärmereflektoren, die sind nämlich aus einem super reflektierenden Material, nämlich Metall. Und das ist nochmal erheblich besser als Holz für solche Zwecke, weil das einen Großteil der ankommenden Wärmeenergie einfach wieder zurückreflektiert. Und wenn es dann oft das reflektiert ist zurück auf den, der vor der Tragfläche sitzt. Und der hat es dann relativ gemütlich warm. Also zwischen zwei Metallplatten ein Feuerle zu machen, dürfte ein Großteil der Strahlungswärme wirklich innerhalb dieser zwei Metallplatten halten. Natürlich entweicht nach oben noch jede Menge, aber das stelle ich mir wirklich relativ gemütlich vor. Was Joe dann am Tag 2 sagt, dass man im Flughafen einen Backofen gemacht bekommt, indem man da eben das Feuer in der Nähe des Flughafens, des Flughafens, des Flugzeuges natürlich macht, das kann ich mir auch sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass das eigentlich funktionieren müsste. So, jetzt laufe ich noch ein paar Schritte. Der Verkehr hat langsam abgenommen. Wir waren eben noch 7000 Leute unterwegs. Jetzt wird es langsam dunkel genug, dass nicht mehr so viele Menschen da sind. Ja. Aber da wäre es also auch wirklich durchaus vorstellbar. Für jedes Worst-Case-Szenario wäre man am Flugzeug besser gewappnet. Ja? Der Wald ist lediglich dann wärmer, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Wenn es eine stinknormale, ereignislose Nacht ohne Veränderung des Wetters gibt. Müssen wir denn jetzt mit dem Wetter, mit einer Wetterveränderung rechnen? Unbedingt müssen wir das. Wir befinden uns nämlich mindestens in der mittleren Lage von eigentlich schon im Hochgebirge fast. Ja? Also die Berge, die man im Hintergrund sehen kann, wie ich inzwischen rausgefunden habe, sind teilweise verdammt hoch. Und das spielt schon eine große Rolle und sorgt dann halt eben doch dafür, dass wir es da mit ordentlich schnellen Wetterwechseln zu tun haben. Was ich jetzt inzwischen weiß, was man natürlich nicht wissen konnte, wenn man da vor Ort ausgesetzt worden ist, ist, dass die Region insbesondere sehr, sehr viele, sehr schnelle Wetterwechsel erleben kann. Gerade diese Ecke, wo sie da ausgesetzt sind, und das wird vermutlich auch während der 14 Tage durchaus auch noch mal zwischendurch passieren. Ja? Und wir wissen ja, dass die Temperaturen auch durchaus mal bei minus 4 gelegen haben, glaube ich. Minus 6 war, glaube ich, das Kälteste, was sie zwischendrin mal angezeigt haben. In so einer Info-Einblendung. Und ja, da ist also schon eine große Spannbreite von den Temperaturen her möglich. Und das zeigt auch, dass wir da eben mit sehr schnellen Wetterwechseln rechnen müssen. Im Gebirge sowieso immer, gegen Gebirge, auch im Mittelgebirge, davon mal abgesehen, ja im Hochgebirge erst recht, aber auch im Mittelgebirge immer davon aus, dass sich das Wetter innerhalb kürzester Zeit verändern kann. Es ist so eine der Grundregeln des Bergwanderns, vielleicht die Grundregel des Bergwanderns, schlechthin, mit Wetterwechseln muss immer gerechnet werden. Das ist, mal abgesehen von Idiotie, die zweithäufigste Ursache, weshalb mal jemand am Berg gerettet werden muss. Also Idiotie heißt, Kräfte falsch eingeschätzt, Flipflops angezogen, keine Ahnung, von Tuten und Blasen gehabt, sowas in die Richtung. Ne? Aber Wetterwechsel sind auch für den Profi was, wenn man damit nicht volle Kanne rechnet, was einem dann eine Bergtour oder halt längeren Aufenthalt in den Bergen oder was auch immer in den Bergen gehörig Salz in die Suppe schippen kann, und das mit der großen Schaufel. Ja? Und daher halte ich es für erheblich sinnvoller, beim Flugzeugwrack zu bleiben. Ja? Ist das Flugzeugwrack automatisch kälter, weil es ein Alukäfig ist? Das ist auch eine Fehlannahme. Ja? Das Metall, wenn man direkt drauf liegt, dann leitet das die Wärme sehr schnell vom Körper ab. Ja?
Und du kannst es mit Körperwärme auch nicht aufwärmen, dass das Flugzeug dann plötzlich auf einmal wärmer wird. Aber was ein paar Leute scheinbar annehmen, ist, dass kaltes Metall die Wärme der Umgebung irgendwie aufsaugt und dann ist die weg. Und das wiederum ist Quatsch. Ja? Jeder Körper strahlt Wärme ab. Jeder Körper, der nicht zufälligerweise gerade minus 263 Grad Celsius oder sowas, 73 Grad Celsius hat, also den absoluten Nullpunkt. Und wahrscheinlich ist die Zahl nicht richtig, aber ungefähr so dürfte sie lauten. Und das heißt, auch ein kaltes Flugzeugwrack strahlt ein bisschen Wärme in die Umgebung ab. Kein Material ist in der Lage, von was anderem, solange es nicht direkten Kontakt miteinander hat, nennenswert Wärme aufzusaugen und dann ist die Wärme weg oder irgendwie sowas. Es sei denn, wie gesagt, es besteht direkter Kontakt. Also sprich, du fällst in kaltes Wasser oder sowas in die Richtung. Also das halte ich auch für Quatsch. Beziehungsweise jemand, der in Physik besser ist als ich, möge das vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass hier schön ist? Hier ist schön. Also zusammenfassend, hier übrigens eine der berühmten Eiben aus dem Bodetal. Ne? Also hier gibt es sogar noch einen geschlossenen, halbwegs geschlossenen Eibenhangwald. Da komme ich heute wahrscheinlich nicht mehr hin. Entweder ist vorher der Akku leer oder ich müde oder ich habe heute immerhin schon jede Menge Survival-Training hinter mir. 6 Stunden Sauna, Klimawandel-Survival-Training, überlebe bei Hitze. Und bei Silvanas Aufguss, meine Fresse, Silvanas Aufguss, das, da muss China noch viel CO2 in die Luft pusten, bis das, na, wie auch immer jedenfalls, Späßle. Zurück zum Flugzeug. Flugzeug hatte eben die Vorteile. Man ist, wenn Wetteränderung ist, dann darauf vorbereitet. Man kann darauf reagieren, man kann sich schnell in Sicherheit bringen. Man hat also als sowohl Wind als auch Wasser als auch nochmal extremer Kälteeinbruch, dann kann man immer noch, wie gesagt, das Notfeuer anzünden. Also da hätte es dann immer noch Möglichkeiten gegeben. Davon abgesehen vom Notfeuer, gilt auch im Wald, kann man, wenn einem nachts wirklich viel zu kalt wird, mal kurz aufstehen, ein paar Hampelmänner machen, ein paar Liegestütze, ein paar Klimmzüge. Klimmzüge wird schwierig, ist wahrscheinlich nichts verfügbar, wo das geht, aber sowas in die Richtung, 17 Runden ums Flugzeugwrack rennen, was auch immer, auch eine blöde Idee, Verletzungsrisiko, ne? Also am besten Hampelmänner, Klimmzüge, Liegestützen wäre gut. Ja? Sowas in die Richtung, dann wieder in den Sack kriechen und dann halt eben versuchen weiter zu pennen. Hat aber Joe ja auch mal irgendwo zwischendrin, also auch in der Serie selber, erwähnt gehabt, dass das eine Option ist, um durch die erste Nacht zu kommen, wenn sie halt eben keine Gimmicks wie Schlafsäcke zu dem Zeitpunkt noch finden. Ja, also ich finde definitiv das Flugzeug die bessere Wahl. Die Vorteile vom Wald liegen in ein paar Grad Celsius wärmer und völligem nicht vorhandenen Wetterschutz bei irgendwas Unvorhergesehenem. Ja? An Tag 2 selbe Spielchen. Man müsste im Wald jetzt erstmal ein Lager aufbauen. Hat man da eine Möglichkeit, ein Dach zu konstruieren? Wir wissen ja schon aus dem Trailer, dass sie später die Flugzeugflügel aufs Flugzeug legen und damit ein kleines Dach bauen. Das heißt, damit hat man dann also die Fläche des verfügbaren insgesamt Wetterschutzes, den Flieger selber, also die Bereiche, die halt trocken bleiben, wenn es drauf regnet, plus eben den angelehnten Flügel, den draufgelegten Flügel als zusätzliches Dach. Damit kriegt man eigentlich eine schon ganz gute Fläche des halbwegs vorhandenen Wetterschutzes hin. Und sowohl der Flügel als auch Teile des Fliegers sind halt wasserdicht. Mit Naturmaterialien in dem Wald ein wasserdichtes Dach bauen ist unmöglich. Notophagusblätter, die geben niemals ein wasserdichtes Dach ab. Vergiss es, das klappt nicht. Irgendwelche Rinden da finden im großen Stil, wie man das zum Beispiel bei Kiefern bei uns machen kann. Unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe bisher noch keinen Baum gesehen, bei dem sowas gehen würde. Vielleicht gibt es das, aber wenn, dann nur sehr, sehr selten. Steineiben, die eine Nadelbaumart, die da rumsteht, die wäre ja potenziell durchaus nochmal ganz nützlich und recht nutzbar. Aber da gab es wohl in der näheren Umgebung auch keine. Joe hat jedenfalls keine gesehen. Damit hat er mir schon verraten. Damit können wir das wahrscheinlich auch weitestgehend ausschließen, dass die da noch irgendwo verfügbar gewesen sind. Hugo spricht von Tannen, die es irgendwo geben soll. Ja, er hat natürlich keinen Plan, dass es halt eben keine Tannen geben kann. Dass es Regionen gibt, in denen es keine Tannen gibt.
Ja, dementsprechend kannst du da auch nicht easy mal eben ein Shelter hochziehen, wie Hugo meint. Das ist extrem viel Arbeit und ein wasserdichtes Shelter dürfte in diesem Wald mit Naturmaterialien wirklich völlig unmöglich sein. Also ich schließe mich Joes erster Einschätzung, dass das hier eine extrem schwierige Gegend, beziehungsweise Worst-Case-Szenario oder was er genau gesagt hat, ich weiß es nicht mehr, da schließe ich mich voll und ganz an. Es gibt da kaum nennenswerte Ressourcen. Es gibt Gräser, es gibt Notophagus-Holz. Das ist zumindest bei dieser Art von Notophagus. Es gibt wirtschaftlich nutzbare Notophagus-Arten, aber das ist wohl keine davon. Die knackt ja offensichtlich sehr, sehr schnell ab, wie wir inzwischen gesehen haben. Bricht sehr schnell, ist ein sehr weiches Holz, hat offenbar aber dann doch recht lange Fasern. Eignet sich scheinbar sehr gut zum Feuerbohren, da glaube ich Stefan schon, wenn er das sagt. Und ja, das heißt, Möglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt, eben auch was den Lagerbau angeht. Also man könnte wirklich nur Material vom Flugzeug, so man es dann so weit tragen kann, verwenden, um da im Wald ein halbwegs brauchbares Lager zu bauen. Es gibt ja nicht mal Laub im größeren Stil, was man irgendwie auf eine Asthütte draufschmeißen könnte, um die dann irgendwann mit massenhaft Laub abzudichten. Und selbst wenn man das hinkriegt, dann braucht man ja 7, beziehungsweise eine so große Laubhütte, dass da 7 Personen reinpassen. Das ist, wenn überhaupt, dann in 2-3 Tagen Arbeit machbar. Ja, gerade mit dem sehr, sehr wenig an Ressourcen, was da verfügbar ist. Und wenn du in diesem Hangwald überall rumkraxeln musst, um an die paar Ressourcen ranzukommen und hin und wieder mal ein Blatt aufzusammeln, ein winzig kleines Notophagusblatt, das da möglicherweise rumliegt, was es ja offensichtlich nicht tut. Also wenn die Böden da alle so geleckt aussehen, wie die Waldböden, die wir da schon gesehen haben, dann muss das wohl daran liegen, dass zumindest in den Sommertemperaturen und beim Bodennährstoffgehalt und offensichtlich auch beim Stickstoffgehalt der Blätter selber ein gutes Verhältnis jeweils herrscht, sodass der Humus sehr schnell abgebaut wird und wir eben kaum eine Akkumulation von organischer Substanz auf oder im Waldboden erwarten dürfen. Das bedeutet übrigens auch, dass der Waldboden vergleichsweise kalt sein wird. Ja, also wer bei uns mal auf einem dichten Kiefernwaldboden geschlafen hat, also ein dichter Kiefernwald, da der Waldboden, da legst du dich drauf und dann kannst du da mehr oder weniger ohne Isomatte oder mit einer wahnsinnig dünnen Isomatte erstaunlich gut auch bei sehr tiefen Temperaturen übernachten, weil einfach der Waldboden als solcher eine derart dicke Auflage aus trockenen Kiefernnadeln, im besten Fall trocken, also wenn es jetzt nicht gerade geregnet hat, hat, dass das wie eine zusätzliche Isomatte unter der Isomatte sozusagen wirkt. Der Teil des Bodens, der dann so richtig Temperatur aufnimmt bzw. Sich kalt anfühlt für denjenigen, der drauf liegt, um es mal korrekt zu formulieren, das ist der Mineralboden. Ja, und der steht in diesem Wald, wo der Stefan da pennen möchte, eben direkt an. Daher nur geringfügig besser als diese Wiese. Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass wenn wir jetzt mal nicht Raureif auf der Wiese haben, ne, der Raureif macht natürlich vieles schwieriger, die feuchte Luft natürlich auch, aber angenommen, es wäre jetzt mal trocken. Also wenn man jetzt das Lager fix zum Flugzeug verlegt und es gibt mal eine Nacht mit trocken und ohne Raureif, das kann ja auch mal sein, ne? Das ist ja nicht gesagt, dass das jede Nacht vorkommen muss, dann gehe ich davon aus, dass es sich bei den Böden unter unserer Graslandschaft inzwischen vielleicht sogar um ein Chemosen handeln könnte. Ich glaube, so heißt das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist ein Boden mit einem großen Humusanteil, beziehungsweise wo die ganzen abgestorbenen Gräser, da ja diese Tenok, hieß das so? Ah, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, sorry. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Aber diese Graslandschaften, prärieartigen, savannenartigen, tundraartigen Graslandschaften neigen dazu, eben gerade in kühlem Klima mit nicht so viel Niederschlag. Wie viel Niederschlag da jetzt runterkommt, wissen wir nicht. Ne? Aber gehen wir mal davon aus, dass es weitgehend relativ kühl ist, dann wird der Humus akkumuliert in Form von eben abgestorbenen Gräsern, die sich nicht schnell genug zersetzen und sich dann im Boden anreichern. Und wir bekommen einen sehr, sehr dichten Aha-Horizont, also sehr, sehr viel organische Substanz im Boden, die sich unter diesem Gras anreichert. Solche Landschaften sind übrigens wunderbar zum CO2-Speichern geeignet. Und entstehen gerne auch mal eben sekundär durch Abholzung und anschließende Beweidung, weil die Beweidung, das hatten wir hier ja, also Abholzung zunächst mal und danach die Schafe, das habe ich auch schon mal woanders falsch erzählt, da wusste ich es noch nicht, ich lerne ja dazu, ne? Aber
Abholzung und anschließende Beweidung führt häufig dazu, dass die Schafe ja die letzten Sachen da noch auffressen, die es da dann noch gibt, aber Schafköttel fallen lassen. Und Schafköttel erhöhen dann erstmal eben wieder sehr stark den organischen Eintrag, den Eintrag von organischer Substanz in den Boden. Und das bedeutet, dass die offensichtlich häufiger beweideten Flächen, und dazu gehören diese grünen Flächen definitiv dazu, das würde dann nämlich auch erklären, warum der Waldboden so abrupt, beziehungsweise der Wald so abrupt beginnt und der Wald so einzelne größere Bäume aufweist. Ja, ich kann ja noch kein Bildmaterial verwenden, das kommt dann später, aber es hat so ganz vereinzelt besonders große Notophagus da rumstehen und alles andere ist noch sehr klein. Das ist ein typisches Bild für einen quasi Hutewald, wo eben die Tatsache, dass da relativ häufig einzelne Bäume stehen gelassen worden sind, um eben den Tieren im Hang noch ein bisschen Schutz zu bieten, die jetzt groß geworden sind, natürlich auch Nachwuchs produziert haben und in letzter Zeit offensichtlich nicht mehr so viele Schafe unterwegs gewesen sind, was dem allgemeinen Trend entspricht, dass die Schafweide in Neuseeland rückläufig ist. Also das gibt es deutlich weniger in den letzten Jahrzehnten, als es das früher auch schon gegeben hat. Und das würde also wirklich sehr gut für ein Bild der Vegetation da passen. Ob das stimmt, das kann ich mit Sicherheit nicht sagen, dafür habe ich zu wenig Informationen. Aber in jedem Fall würde das dann dazu führen, dass wir diese Grasböden da unten am Flugzeug durchaus als relativ gut isolierend ansehen können. Wenn man mal der Abbruchkante, das haben wir auch noch zu wenig gesehen, das meiste davon habe ich jetzt aus dem Trailer noch in Erinnerung. Wenn wir uns an der Abbruchkante mal angucken, wie viel Boden wir denn auf dem Stein aufliegen haben, das sieht man an so Abbruchkanten meistens relativ gut, dann sah das für mich eigentlich ganz ordentlich aus von der Bodenmenge. Und das bedeutet, dass also der Isolationsgehalt, die Isolationsfähigkeit dieses Bodens wirklich gar nicht mal so übel sein dürfte. Ja, und das spricht zumindest ein bisschen nochmal zusätzlich für den Flugzeugstandort. Ja? Aber in jedem Fall würde ich die Sicherheit für mögliche Wetterereignisse bzw. den Schutz vor möglichen Wetterereignissen, die ansonsten zum Massenausscheiden von allen führen würden, würde ich als erheblich besser ansehen als die paar Grad Temperatur da im Wald. So, das zum Thema, wo soll man hin? Dann möchte ich noch ein paar Takte verlieren. Zur zweiten Sache, weil das macht mein Akku noch mit, zur zweiten Sache, die, ich kann auch mal weiterlaufen, mir aufgefallen ist, beziehungsweise mich angesprungen hat und jetzt dieses Video triggert, nämlich war es ein Fehler von Joe, als allererstes festzustellen, wir bauen das Flugzeug aus und bleiben über Nacht am Flugzeug. Finde nicht, aber wäre es sinnvoll gewesen, vorher viel erkunden zu gehen. Tja, was darf man denn erwarten, nach dem, was man gesehen hat, nachdem man aus dem Hubschrauber ausgestiegen ist und sich da in der Umgebung umgeguckt hat? Wenn man jetzt sich auskennt mit eine Landschaft anschauen und gleich begreifen, was diese Landschaft bedeutet, ja, und das gehe ich mal sehr davon aus, dass das scheinbar bei Joe offensichtlich ausgeprägt ist und bei den anderen wahrscheinlich nicht so, ja, was auch nicht schlimm ist, das muss ja nicht jeder können. Aber wenn du das halt zu deinem Beruf gemacht hast, genau sowas zu erkennen, dann sollte man das können. Und ich kann es auch, nicht weil ich Survival-Experte bin, aber halt eben Landschaften lesen eben auch zu meinem Beruf gehört. Und da sieht man sofort, ja, was soll es da geben? Und für wie realistisch halten wir es, auch wenn es lustig wäre, dass hinter der nächsten Weggabelung bzw. hinter dem nächsten Abhang eine Blockhütte mit Ofen und Feldbecken rumsteht? Hätte diese Fläche dann irgendwie Verzeffen vs. Wald Verwendung gefunden? Ja, wohl kaum. Ne? Also wir dürfen schon sehr stark davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich nicht hinter der nächsten Ecke irgendein Zivilisationsobjekt finden werden, das uns ganz massiv weiterhilft. So, und wenn wir kein Zivilisationsobjekt finden, was könnte da dann sonst noch sein? Ja, nichts Sinnvolles. Grundsätzlich, wenn du irgendwo unten im Tal bist und steigst den Hang hoch und erwartest da irgendwas super Nützliches zu finden, ja, was soll das sein? Ein Stein. Einen Stein kannst du da wahrscheinlich schon finden. Wenn unten Wiese ist, dann findest du oben auch Wald. Aber das ist dann ein Bergwald. Und wenn du dann sehen kannst, dass der noch sehr weit hoch geht und dass der Hang verdammt steil ist und so weiter und so fort. Was soll da sein? Ja, was erwartet man da bitte zu finden? Das heißt, eine Erkundung hätte zu dem Zeitpunkt ja nun wirklich nicht besonders viel gebracht. Das Einzige, was es vielleicht gebracht hätte, wäre den Briefkasten noch schneller zu finden, als ihn Joe sowieso schon gefunden hat. Das bedeutet, wenn man nur noch 4 Stunden Tageslicht hat und man irgendwie die Nacht überstehen möchte, dann hat natürlich die oberste Priorität, das ist ja beim Survival immer so, kümmere dich immer erst um das, was dich zuerst umbringt. Löse ein Problem nach dem anderen. Fang nicht an, testhalber Feuer zu bohren, obwohl das jetzt noch überhaupt keine Priorität hat.
sondern kümmere dich erstmal darum, dass du überhaupt Feuerholz hast, wenn du es dann mal geschafft hast, ein Feuer zu machen. Weißt, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist ziemlich das Dümmste, was dir passieren kann. Du bohrst Feuer, yeah, ich habe Feuer gemacht, aber ich habe nichts zum Anzünden. Feuer wieder aus. Dann darfst du nochmal Feuer bohren. Das ist also Zeitverschwendung, wirklich völlige Zeitverschwendung. Insbesondere, wenn zwei Leute Feuer bohren können und damit die Chancen, dass das gelingt, relativ groß sind. Und nochmal umso mehr insbesondere, wenn Feuerbohren gar nicht notwendig ist, weil man ein Streichholz hat. Selbst ich kann mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, und ich bin ja nicht gerade der Feuermeister schlechthin, aber mit 95%iger Wahrscheinlichkeit mit einem Streichholz auf jeden Fall Feuer machen. Ja, auch in Neuseeland und auch bei Raureif. Das kriege ich hin. Ja. Wenn ich vorher Zunder gesammelt habe, das ist das Nächste. Die haben ja noch überhaupt keinen brauchbaren Zunder gefunden. Natürlich kann man Fettersticks machen, klar, aber die muss man auch erstmal herstellen, bevor man anfängt Feuer zu bohren. Und ja, also Erkundung gleich am Anfang kann man machen, ist aber nicht schlau, wenn man wirklich nur 3 oder 4 Stunden bis zum Sonnenuntergang hat. Da muss man sich schleunigst für die Nacht vorbereiten. Und zwar grundsätzlich ist es auch fast in jedem Survival-Szenario und in jeder Survival-Übung, in jedem Ding, was man sich ausdenken kann, wo es zu Survival kommt, so, dass man die erste Nacht irgendwie notdürftig überstehen werden muss. Weil man fast nie die Zeit hat, ein richtig gutes Shelter am ersten Tag zu errichten. Das wird peu à peu besser und ist vielleicht nach 3 Tagen fertig, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Und selbst dann kann man es noch weiter verbessern. Das kann man wunderbar bei Alone sehen, wie die Leute für die ersten 1-2 Nächte irgendein improvisiertes, fast jeder Kandidat baut irgendein improvisiertes, schnelles Shelter und später dann ein Blockhaus und was weiß ich was für krasse Sachen und irgendein Zelttipi, mongolische Rundhütte und wie die heißen, keine Ahnung. Also wirklich krasse Sachen, aber erst später. Fürs Erste brauchst du nur einen Notunterschlupf, wo du die erste oder die zweite Nacht noch einigermaßen überstehen kannst. So, und der muss quick and dirty entsprechend sein. Nicht super toll, nicht super schön und die Idee, sich lieber irgendwo in den Wald zu legen, ohne jeden Schutz, anstatt in den Flieger. Ich habe es jetzt 17.000 Mal gesagt, aber es nervt mich wirklich, dass es Leute, also Sofa-Survivalisten gibt, die so gar keine praktische Erfahrung haben. Ich bin ja auch nicht der Survivalist schlechthin, aber selbst das bisschen Hobby-Survival, was ich betreibe, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Wenn du alternativ... Ja, also beim Erkunden, was hätte da denn sein sollen? Das ist völliger Quatsch. Das Flugzeug ist viel zu gut, weil es halt ein Wetterschutz ist. Ein instant, jetzt schon sofort verfügbarer Wetterschutz. Das ist viel zu gut, als dass man da weggehen könnte, sollte. Ja? Das kann man natürlich machen, wenn man aus irgendwelchen Gründen wirklich die Gruppe verlassen möchte und den Mädels und dem Hugo und vielleicht noch dem kräftigen Flying Uwe, ja. Dem Uwe das Flugzeug sozusagen überlässt und Stefan macht sein Ding und Joey und Kelly machen, Joe und Kelly, so rum, Entschuldigung, machen ihr Ding. Ja, das wäre alles vorstellbar. Die würden wahrscheinlich dann auch klarkommen, ohne den Flieger zu haben. Aber gerade für so die ersten Nächte ist ein Instant Shelter, das ist doch das Beste, was dir irgendwie passieren kann. Also ich raff's nicht. Ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass der Stefan aus Prinzip eine andere Herangehensweise wählen muss als der Joe, auch wenn das offensichtlich die beste ist. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. So, damit habe ich es auch schon. Das sind die Sachen, die ich jetzt spoilermäßig unbedingt mal loswerden wollte. Zu ganz vielen anderen Sachen muss ich dann auch noch was loswerden. Aber ja, ich habe keine Ahnung, ob man mich überhaupt verstanden hat, weil diese Bode hier, ah, die ist ganz schön laut. Andererseits mit dem guten Mikrofon müsste es eigentlich meistens halbwegs funktionieren. Dafür ist der Beitrag ja auch nicht so lang. Ja, und ich habe keinen Hut auf. Habe ich vergessen zu erklären am Anfang. Warum habe ich keinen Hut auf? Na, ganz einfach, der ist nass. Ja? Und es ist Herbst und es ist langsam schon ganz gut kalt. Und da werde ich krank, wenn ich damit unnötig lange mit einem nassen Hut rumlaufe. Ja? Darum lieber die Mütze. Das kam letztes Jahr schon mal vor, ist dieses Jahr noch mal vorgekommen. Ich mache den ganzen Kram hier jetzt so lange, dass ich inzwischen kein Bedürfnis mehr habe. Auf Teufel komm raus, zwingend immer und überall. Und in wirklich absolut jedem Video unbedingt immer den Hut aufzuhaben. Nicht auf Kosten meiner Gesundheit, ja? Sonst selbstverständlich immer, aber nicht auf Kosten meiner Gesundheit. So, also,
mach jetzt gut und bis ihr das seht, dauert ja noch eine ganze Weile. Mir wurscht, ich fühle mich jetzt besser. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schön hier, habe ich schon erwähnt, oder?